Hallöchen, hier sind die Inge und die Renate. Und wir sind Gott. Das klingt erst einmal ein bisschen komisch, es ist aber so. Liebe Schöpfung, wir wünschen allerseits frohe Ostern. Aber wir sind nicht der Einzige, nicht wahr? Nee, weil hier ist noch jemand, der einen Gruß loswerden möchte, gell? Wisst ihr was, ich freue mich dermaßen auf Ostern, weil Karfreitag geht ja wohl gar nicht. Viele sagen, wieso, der hat den ganzen Tag nur abgehangen, aber ich habe jetzt noch die Beschwerden im Gelenk. Also, wie gesagt, ich freue mich auf die Auferstehung und aufs Eiersuchen. Schöne Ostern, Leute, euer Jesus. Ach, schön hat er das gesagt, der Bub, gell? Ne, es ist ja auch sein Ehrentag, ne? Wie er damals so schön auferstanden ist, also das war schon super, gell? Also vom Effekt her kam das wirklich super rüber, ne? Ein großes Hallo. Es kam auch sehr gut an bei den Leuten, das muss man wirklich sagen, gell? Sehr gut. Ja, auch von meiner Seite frohe Ostern, aber wenn ich als Betroffener da ganz kurz mal einhaken dürfte, hier Ostern, Happy Family, Jesus Christ Superstar, ja, alles schön und gut, aber die ganze Arbeit bleibt wieder an mir hängen. Wer versteckt denn die ganzen Eier? Dabei bin ich gar nicht so der Eiertyp. Viel lieber würde ich mal was mit Melonen schnitzen, aber das kriege ich hier nicht durch. Wie oft habe ich es schon versucht? Ja, ich kriege es nicht durch. Oder ich habe auch schon angeboten, mit dem Jesus mal zusammen was auf die Beine zu stellen. Dass man irgendwie sagt, United for Eastern oder so. Puh, schwierig. Ist ihm nicht seriös genug, sagt er. Er würde ungern zusammen mit einem Hasen auftreten. Das käme nicht so an bei seinen Followern. Tja, aber fürs Eierverstecken, da reicht's dann wieder. Da ist der Hase ja wieder gut genug. Jedes Jahr Eier. Dabei habe ich eine Eiintoleranz. Wir können auch gerne mal tauschen. Habe ich kein Problem. Ja? Kann der Jesus ja mal die Eier verstecken und ich mache die Auferstehung. Ja. Und wenn Sie sich noch einmal anschauen möchten, wie das mit dem Osterhasen damals alles kam, hätten Sie auch jetzt die Gelegenheit, gell? Weil das haben wir da alles nochmal verlinkt. Ja. Was haben wir was? Ey, da muss man so klicken. Ja, hier müssen Sie mal klicken. Ja. Außerdem können Sie noch abonnieren, gell, den Kanal, mit diesem Button hier, gell? Ein schöner Knopf. Ja, das ist ein schöner Knopf. Naja, dann können Sie auch noch kommentieren, Sie können einen Daumen hoch machen, gell, und die Glocke aktivieren können Sie alles. Ja, wenn Sie das alles können, dann machen Sie es doch mal. Sie wissen doch jetzt, wie es geht, nicht? Also los jetzt.